Fritz Meinecke hat sich 7 Gegenstände in die Wildnis mitgenommen und möchte damit einen Menschen töten. Das schauen wir uns doch mal an. Ich bin's Fritz und heute gibt's das erste Crystal Impact, Dankeschön, Bro. Video zum Thema Seven vs. Wild. Mhm. In dieser Sekunde, wo dieses Video veröffentlicht wird, okay, befinde ich mich gerade mitten in Schweden. Alter, da wohnt meine Ex-Freundin. In dem Szenario Seven vs. Wild. Ah, der Fake Survival, ja, also das Ganze ist Fritz Survival, holy shit. Fritz Meinecke ist ein Survival-Faker? Fake Survival-Guy? Was? Warum? Ist hier vorproduziert. Bro, Fritz Meinecke würde eine Zombie-Apokalypse, den Weltkrieg, Corona und alles überleben gleichzeitig. Wird aber erst in der Sekunde veröffentlicht, Fritz Meinecke, wo natürlich alles stattfindet. Okay, Fritz, halt's kurz mal und ich will wissen, was in deinem Rucksack drin ist. Jeder bekommt einen großen Packsack. Das ist jetzt nur mein persönlicher, der hat 32 Liter. Die Leute werden aber vermutlich so einen 60 bis 80 Liter Packsack bekommen, wo ich habe auch einen geilen Packsack. Dann alles komplett reinkommt. Es gibt natürlich zusätzlich noch ein Technik-Case, weil die Leute filmen das alles komplett alleine. Mhm. Ich blende euch hier nochmal ein Foto davon ein, damit ihr seht, wie das final aussehen wird. Und da ist auch unter anderem, das ist wichtig zu wissen, eine Kopflampe dabei. Ja, Kopflampe und Ersatz-Akkus bzw. Batterien, weil die Leute müssen ja filmen, dokumentieren und zeigen. Wenn es nachts stockdunkel ist, kein Feuer brennt, dann sehen wir auf den Aufnahmen nichts. Das heißt, eine Kopflampe wird auch gestellt. Ich fände es so geil, wenn Fritz Meinecke einfach 7 Taschenlampen trotzdem dabei hätte. Zwar werden die Leute ein Erste-Hilfe-Set kriegen, welches sie am Gürtel tragen. Dann ist da auch noch ein GPS-Notsender drin, ja, wo die Leute getrackt werden können, wo sie sich gerade befinden. Mhm. Und es gibt dort unter anderem auch einen, sage ich mal, Panic-Knopf, wo dann wirklich die Rettungskette alarmiert wird. Zusätzlich wird wahrscheinlich... Was ist die Rettungskette? Ist das so ein Seil, an dem die hängen? Wahrscheinlich noch ein Bärenspray bzw. Pfefferspray dabei sein. Ein Bärenspray? Wenn zum Kochen von Blaubeeren, nehme ich an. Was ich normalerweise eigentlich sonst im Wald nie dabei habe, aber dort, wo wir sind, gibt es tatsächlich Beeren. Entspannt. Ich gehe eigentlich nicht davon aus, dass wir welche sehen werden, aber man weiß nie. Es wird dort zusätzlich das Telefon drin sein, welches aber versiegelt ist. Das ist dafür da, wenn man sagt, ey, pass auf, ich will mich rausholen lassen. Weil dieser Panic-Knopf an diesem GPS-Gerät ist wirklich für die Rettungskette. Das geht dann an Feuerwehr, Polizei, Krankenhaus und so weiter. Und das ist wirklich Worst Case, Alter. Ich knall irgendwo runter und habe einen offenen Bruch. Dann Panic-Knopf. Ne? Dafür ist der da. Oder man hat Brechdurchfall seit 3 Tagen. Für alles andere ist dann, ey, Abbruch. Ich rufe Max und Johannes an, holt mich raus. Wir müssen noch die Empfangslage checken vor Ort, ob vielleicht ein SMS rausgeht, ob Empfang rausgeht. Ihr merkt, es ist doch sehr, sehr viel Planung im Hintergrund. Kommen wir nun zum Thema Kleidung und danach im Anschluss direkt zur Ausrüstung. Wir haben eine Liste erstellt, beziehungsweise ein PDF-Dokument, damit das halt einfach alles ordentlich ist für alle Teilnehmer. Ich sag's euch, wie es ist. Wenn ich bei Seven vs. Wild wäre, würde ich direkt alle 6 anderen Teilnehmer umbringen, so Hunger Games-mäßig, und dann hätte ich gewonnen. Was passiert, wenn man den Panikknopf aus Versehen draufdrückt? Maren Sophie, dann passiert tatsächlich Folgendes. Fritz Meinecke kommt mit einem Vorschlaghammer und zertrümmert dir das Kopf, das Schädelbein. Genau das passiert. Damit alle Bescheid wissen. Und das werde ich ein bisschen zur Hilfe nehmen. Mhm. Seven vs. Wild, der Ausrüstungsguide. Kleidung. Eure Kleidung fällt nicht unter die 7 Gegenstände. Wir haben ein paar Schuhe. Dann würde ich einfach eine Kleidung aus Gegenständen haben. So eine Kleidung aus Messerklingen. Super smart. Socken. Chat mitschreiben. Eine Unterhose. Ein. Der hat seinen Cock da rausgezogen. Wir haben. Hat der gerade seinen Cock da rausgezogen? Schuhe. Socken. Eine Unterhose. Alter, warum macht er das? Hose. Ein T-Shirt, ein Gürtel, eine wärmende Jacke, eine Regenjacke, ein paar Handschuhe, eine Kopfbedeckung und ein Schlauchschal. Dabei müsst ihr euch an logische Grenzen halten. Ein Poncho zum Beispiel zählt als ein extra Gegenstand, da dieser 50% Kleidung und 50% Ausrüstung ist. Dieser könnte zum Beispiel als Tarp genutzt werden, was mit einer normalen Regenjacke nicht funktioniert. Auch natürlich. Eine dicke gefütterte Winterjacke, die wasserdicht ist, zählt für die wärmende und die Regenschicht zusammen. Kann also gewählt werden, zählt dann aber für 2 Kleidungsstücke. Okay. Das erstmal zu den Richtlinien und jetzt ganz kurz, was ich anhabe. Ich habe mich persönlich für so einen kleinen Military-Stil entschieden. Fritz Meinecke geht einfach nackt ran. Ja, seht ihr selbst schon. Stiefel, Gore-Tex-Stiefel, die auf jeden Fall gut stabil sind, auch ein bisschen wasserfest, wasserdicht. Dann Merino-Socken, ja. Meine klassische Hose mit gepolsterten Knien, die schön robust ist. Hier oben ein ordentlicher Gürtel, ein Schlauchschal, schöne, robuste Handschuhe. Olives Oberteil,
meine Revolution Race Regenjacke Cyclone Rescue Jacket in Olive. Kleine Werbung an dieser Stelle. Wer die Sachen von Revolution Race sich mal gönnen möchte, auf jeden Fall den Rabattcode Fritz15 nutzen. Links unten in der Videobeschreibung. Und ich muss sagen, die Regenjacke habe ich, wie gesagt, einmal in Schwarz, einmal in Olive. Okay. Mega geil, nutze ich irgendwie seit fast 2 Jahren. Perfekt. Und hier natürlich auch bei Seven vs. Wild. Aber alles klar. Also wie sind überhaupt erstmal die Richtlinien, bevor ich dann zeige, für was ich mich entschieden habe? 7 Gegenstände sind erlaubt. Die folgende Liste soll den Rahmen der... Fritz Meinecke hat einfach eine Pistole, mit so einem Revolver, mit 6 Schüssen dabei, mehr nicht. Und der spielt die ganze Zeit, der hat 5 Gegner und eine Kugel ist für ihn selbst. Auswahl vorgeben. Boah, Junge, Alter. Sollte euer Wunschgegenstand nicht auf der Liste stehen, könnt ihr uns gerne anfragen. Also, das war... Ja, ich möchte einen Buttplug mit in den Wald nehmen. Was ich jetzt gleich alles vorlesen werde, ist eine grobe Liste. Das heißt, es kann natürlich auch jeder Kandidat Sonderwünsche stellen, wenn ihm vielleicht was einfällt, wo er sagt, ah, das wäre ganz cool, steht nicht auf der Liste, teste ich mal aus. Liste erlaubter Gegenstände. Ich mach's mal kurz und knackig. Toilettenpapier, Kohletabletten. Buch über essbare Pflanzen, Survival-Ratgeber, Taucherbrille, Energieriegel, max 50 Gramm, Wechselkleidung, Wasserflasche, Wasserfilter, Sägeaxt, Paracord, Topf mit Deckel, Rolle Panzertape, 50 Meter Rolle Draht, Klappspaten, Bundeswehrnorm, Fishing-Kit, Messer mit Schnitzwerk, Sturmschreckhölzer. Liste verbotener Gegenstände. Zelt ist verboten. Langweilig. Isomatte ist langweilig. Verboten. EPA oder vergleichbare Notnahrung sind verboten. Eine Angel ist verboten. Da stand jetzt nicht drauf, dass Gras verboten ist. Also was ist jetzt, wenn Dave, sage ich mal, in den Wald geht und sich einfach 50 Gramm Gras reinschaut? Irgendwelche 10-in-1 Ultra Survival Tool, Spaten, was auch immer ist verboten. Gaskocher verboten. Funkgerät oder irgendwie so eine ganzen Faxen, Freunde. Wir wollen Basic-Ausrüstung haben. Ihr merkt, das Ganze ist schon ein bisschen komplex und jetzt kommen wir aber endlich zu meinen 7 Mann, mach auf den Sack! Ich habe mir überlegt, was kann mich da draußen töten? Ja, das denke ich mir dann auch jedes Mal, wenn ich dann nachts am Kotti in Berlin rumlaufe. Um es mal ganz krass zu sagen, beziehungsweise was für Probleme herrschen da draußen? Was für Probleme können auftreten, die dazu führen, dass ich ausscheiden muss? Beziehungsweise auf längere Zeit dazu führen, dass man halt stirbt. Fritz, das ist ein Campingtrip. Wir gehen campen mit den Jungs. Und dann habe ich mir passende Gegenstände für diese Probleme gesucht. Erstes Problem, was auftreten kann, Regen. Stellt euch vor, ihr werdet ausgesetzt und es regnet die ersten 2-3 Tage fast durch. Alles ist nass, der Boden ist nass, von oben eure Ausrüstung, eure... Ich bin ja gerade tatsächlich auch hier bei Fritz Meinecke im Wald. Ich habe nur als einzigen Gegenstand meinen Red Bull Kühlschrank mitgenommen. Wie zeigt man in die Richtung? Ja. Und halt unten meinen Parkettboden, den habe ich auch mitgenommen, genau. Ich bin gerade auch hier im Wald. Kleidung, das führt irgendwann zu einer Unterkühlung und somit... lange gesehen zum Tod beziehungsweise zum Ausscheiden. Das ist jetzt krass gesprochen, Leute. Ja. Nehmt das nicht so ernst. Aber wenn man halt so rangeht und sagt, wenn es die ganze Zeit regnet, bist du irgendwann durch. Dein Körper verbraucht extrem viel Energie, fängt an zu zittern. Er muss deine Körpertemperatur aufrechterhalten. Das heißt, wir brauchen irgendetwas, das dich vor Regen schützt. In dem Fall... hat einen Regenschirm dabei. Ein 3x3 Meter Tarp hier in so einem neuen Camo. Finde ich ganz geil. Habe ich mir frisch gekauft. Werde ich auch noch in einem Selbstversuch auch mal austesten. Über Smart, ja. Man kann sich so einen Unterschlupf natürlich auch selber bauen. Aber was ist, wenn du ausgesetzt wirst und es regnet 2-3 Tage? Ja, richtig. Dann bist du schon durch. Genau. Das will ich vermeiden. Das heißt, mit diesem Ding kann ich mir innerhalb von, keine Ahnung, 10, 15 Minuten einen wasserdichten Unterschlupf bauen oder zur Not mir das Ganze auch noch irgendwie erstmal überhängen. Oder halt eine Hotbox, sag ich mal. Also man kann halt eine Hotbox machen. Und dann kann man da extrem geil drin kiffen, genau. Ich habe natürlich eine Regenjacke dabei, aber ganze Technik, das süfft irgendwann durch. Ja, so ein Tarp ist eine feine Nummer. Deswegen ist das Tarp 3x3 Meter mein erster Gegenstand. Problem Nummer 2, das auftauchen kann, ist die Kälte in der Nacht. Ja. Deshalb hat Fritz Meinecke mitgenommen. Tatsächlich eine Gas-Wasser-Aufbereitungstherme mit Erdwärmepumpe im Rucksack, ja. Kann man aktuell nicht einschätzen, wie kalt es dort wird. Es kann sein, dass wir um die 0 Grad haben, vielleicht um die 5, vielleicht auch mal zweistellig um die 10.
Weiß ich nicht. Kommt auf die Region an. Dazu gibt es eine Walla-Garantie, genau. Walla. Schlafsack. Ein schöner Schlafsack. Macht Sinn. Das ist ein Defense 6, ein Winterschlafsack. Der mich in der Nacht vor Kälte schützt. Weil vielleicht könnte den 6er auch öffnen, habe aber das Problem mit den Mücken. Der Defense 4 ist der beste, kann ich nur empfehlen, Chat. Sonst finde ich auch noch Defense 2 tatsächlich ganz nice. Ich persönlich nutze aber immer die Kondome von Billy Boy oder Einhorn, wobei die von Billy Boy extrem eng sind, deshalb lieber Einhorn-Kondome, die sind auch vegan, die haben auch eine Defense 8. Weil der Körper, das kennt ihr selbst, fährt auch runter. Wenn ihr jetzt durch die Nacht gehen würdet, spazieren würdet, wird euch nicht kalt. Wenn ihr aber schlaft, fährt der Körper runter. Ansonsten kann ich halt nur empfehlen, auf den Schlafsack natürlich noch eine Mending-Verzauberung drauf zu machen und Ban of Witherness 4. Und tatsächlich den Hut, den er aufhat, natürlich mit Aqua Affinity zu verzaubern, damit der Regen tatsächlich weggeht. Und dann braucht ihr einfach eine kleine Defense wärmende Defense 6 aber auch außen. Schon gut, Verzauberung. Defense 6 ist vielleicht sogar ein bisschen drüber, ich weiß es nicht. Ja. Ich gehe da in dem Fall einfach mal auf Nummer sicher. Band Kommen wir zum wahrscheinlich wichtigsten Punkt bei der ganzen Nummer, was am kritischsten werden kann, bei uns aber vermutlich recht easy wird. In dem Fall ist das Thema Wasser. Wasser ist essentiell. Jetzt gibt es mehrere Varianten. Du kannst sagen, ey, pass auf, ich trinke Wasser und deshalb habe ich dabei einen Buttplug. Trink einfach draus, gucken wir mal, was passiert. Ja, wenn du Pech hast, schön Flitzekacke, schön Durchfall, verträgst es nicht, hast du richtig Probleme. Ja, ja. Hast du richtig, Wasserfilter, Probleme, ne? Weil Wasser ist wahrscheinlich von allem dort das Wichtigste. Wasserfilter. Dadurch, dass wir aber in Schweden sind, an einem See ausgesetzt werden, sollte das Thema Wasser kein Problem sein. Trotzdem habe ich mich dafür entschieden, einen Kochtopf mitzunehmen, um das Ganze abkochen zu können. Ja, weil man sollte eher aus der Mitte des Sees nehmen, am Rand ist eher ein bisschen schwieriger. Ich werde es vorsorglich abkochen. Ich habe die letzten 4 Jahre, war ich in Schweden, habe das Wasser nie abgekocht, sondern habe es einfach aus dem See getrunken. Ich sage es euch ganz ehrlich, wenn ich bei Seven vs. Wild das machen würde und ich kriege am ersten Tag Durchfall davon, könnte das zum Ausschluss führen. Deswegen gehe ich einfach auch hier auf Nummer sicher. Ist quasi bei Kampfhubschrauber sind nicht erlaubt, nein. Gegenstand, um Wasser abzukochen, um mir. Kann der nicht einfach die Pisse von den anderen Teilnehmern trinken, wenn die schlafen? Also das ginge ja auch theoretisch. Also wenn die schlafen, sage ich, von den anderen Teilnehmern einfach die Pisse trinken. Das ging ja auch, oder? Nahrung zu kochen, um mir Suppen zu machen, um etwas zu sammeln. 12 cm Durchmesser. Wir haben hier einen kleinen Deckel, der ist übrigens auch erlaubt. Nur wenn es abgekocht wird, okay. Und man hat hier einen festen Henkel. Mhm. Ja? Ich habe die Variante mit diesen Metallbügeln zum Einklicken. Bapp. Damit kann man das Ganze auch schön irgendwie vielleicht ausschütten. Und auch als Helm sehr cool tatsächlich. Anfassen mit einem Handschuh. Wir haben einen wirklich stabilen Bügel. Edelstahl und keinen Titan, weil hier kannst du auch mal drauf treten. Das Ding ist alles klar. Unzerstörbar. Wenn ich mir Wasser abkochen will, dann brauche ich natürlich ein Feuer. Basic-Ausrüstung, ganz klar Feuerstahl. Warum kein Feuerzeug oder Streichhölzer? Mit dem Ding kriege ich gefühlt immer ein Feuer an. Ja, ich glaube 3.000, 4.000 Grad heißt diese Funken. Ich brauche natürlich immer Zunder. Aber, Freunde, Streichhölzer können abbrechen, gehen ab. Ein Feuerzeug kann kaputt gehen. Ich habe ein Orangengebiet mit einem orangen kleinen Stück Paracord. Weil, wenn das Ding weg ist oder man verliert, das ist schon einigen Leuten passiert. Grüße an Joe Robinet, der deswegen bei Alone ausgeschieden ist. Das Ding will ich nicht verlieren. Deswegen orange. Und wahrscheinlich werde ich es sogar um meinen Cock wickeln. An einem D-Ring in meiner Hose befestigen. Ah, D-Ring. Das steht für dick. Ich mache das hier durch. Es ist hier drin und immer in der Tasche. Ich glaube 12.000 Zündungen oder sowas. Damit kriege ich persönlich auch bei absoluter Nässe ein Feuer an. Gibt es verschiedene Techniken. Soll jetzt aber nicht Bestandteil dieses Videos sein. Für mich wäre so geil, wenn er es jetzt einfach da hinlegt und dann findet er später nicht wieder. Das größte Problem, die größte Herausforderung in Schweden ist das Essen. Thema Nahrung. Ja. Bisschen Beeren sammeln. Wobei, ich war schon mal in Schweden, muss ich sagen, und man kann da ziemlich gut essen gehen. Also ich weiß jetzt nicht, warum es sich so anstellt. Ich hatte, wie gesagt, 3,5 Monate eine Freundin aus Schweden. Ich war mehrfach da und war da ziemlich oft essen. Also die Restaurants sind tatsächlich sehr gut. Es gibt Max, die haben auch vegane Sachen, die sind sehr lecker. Jetzt verstehe ich nicht, warum er Angst hat, in Schweden zu verhungern. Das geht mir da jetzt nicht rein. Bisschen Kräuter, dies, das. Schön und gut. Davon werde ich nicht satt, davon kriege ich keine Energie. Das heißt, ich fokussiere mich ganz klar auf das Thema Fischfang, Krebse,
Muscheln, irgendwas, was ein bisschen Substanz hat, was auch ein bisschen Masse hat. Und deswegen habe ich dem Ganzen auch zwei Ausrüstungsgegenstände gewidmet. Als erstes natürlich das kleine Angelset. Das ist jetzt hier eine kleine Dose, Angel, weil die muss ich das Ganze ja transportieren. Drei kleine Haken, bisschen Vorfach, 25 Meter Schnur. Ich hoffe, dass ich damit was fange. Es hat schon mal geklappt, es hat aber auch schon mal nicht geklappt. Ich werde viel Zeit da rein investieren. Der zweite Gegenstand, Freunde, zum Thema Nahrungsbeschaffung. Ist meine 99 mm Kaliber Sniper Rifle. Ich bin gespannt, ob der eine oder andere jetzt damit rechnet, was jetzt kommen wird. Achtung. Bildung. 30 Meter Paracord. Das sind jeweils 10 Meter Stücken, ist von mir ausgemessen. Ich habe mich für drei verschiedene Farben entschieden. Einfach, dass ich irgendwie was habe, falls ich mal was Signalmäßiges basteln will, falls ich irgendwie eine Sache an der Oberfläche vom Wasser habe, damit ich was signalmäßig sehen kann. Hat er kein Messer dabei? Doch, muss er doch. Ne? Und dann zwei, die ein bisschen getarnt sind, damit ich einfach auch einen Überblick über das Ganze habe. Paracord hat 7 Innenstränge. Wenn ich das Ganze komplett also auftrenne, habe ich einmal 30 Meter Außenmantel, das ist das, was ihr seht, plus insgesamt 210 Meter Innenschnur. Das hier sind insgesamt 240 Meter Schnur. Okay, und was hast du damit vor? Also. Und damit möchte ich Reusen bauen. What the fuck? Das ist mein Plan. Oha. Ich habe schon probiert, ein Netz zu knüpfen. Kann ich euch auch an der Stelle nochmal ein Bild einblenden. Das funktioniert auch. Ich könnte ein 1 Meter mal 3 Meter Netz knüpfen, brauche dafür ungefähr so 1 bis 1,5. Aber 10, also 2 Meter reichen zum Aufhängen. Chat, entspannt euch. Tage, das geht. Bräuchte dafür aber das komplette Paracord und das möchte ich nicht. Das heißt, ich werde verschiedene Fischreusen und Krebsreusen bauen, die dann eine Automatisierung quasi machen, die ich über Nacht draußen lassen kann. Das sind Lebendfallen und damit möchte ich. Imagine, da rennt einer von den anderen rein. Stell dir vor, du bist bei Seven vs. Wild, rennst außerdem in die Falle von Fritz Meinecke und der steht da mit dem Messer und sticht dich einfach ab und isst dich dann. Unter anderem Nahrung bekommen. Ob das funktioniert? Ich weiß es nicht. Generell gibt es Krebs, man kann Krebs auch fangen. Kann ich euch auch hier wieder mal ein paar Clips dazu einblenden. Das habe ich auch schon trainiert und auch schon gemacht mit vorgefertigten Reusen. Ich habe auch selbst schon Fischreusen gebaut, damit allerdings nichts gefangen. Ja. Aber das ist mein Joker. Das kann ich natürlich auch fürs Tarp nehmen, um da was aufzubauen, zu spannen. Ja, hat der kein Messer dabei? Der muss doch ein Messer dabei haben. Davon. Aber das hauptsächlich möchte ich damit Reusen bauen. Das ich glaube, sein Set ist actually OP, Chat. Ich glaube, das ist wirklich OP. Und jetzt kommt das Messer. Mein letzter und finaler Gegenstand. Es muss ein Messer sein. Und ich sage euch, das ist so ein Ding. Ich bin gespannt. Ich glaube, mit der Variante, die ich da habe, rechnet keiner. Eine Machete. Und ich hoffe, dass ich auch der Einzige bin, der diese Variante hat. Für mich absolutes Neuland, aber vielleicht sogar das neue One and Only Survival Tool. Was ist das? Der ist so ein Dönermesser, oder? Eine Kukri. Eine was? Machete würden jetzt einige sagen, aber dieser Messerstil heißt Kukri. Extrem dick, extrem schwer, gebogener Kopf. Ich kann damit von der Theorie, wir befinden uns aktuell noch in der Theorie, denn die Praxis teste ich in einem Survival-Selbstversuch für ein Trainingsvideo für Seven vs. Wild aus. Das habe ich in COD. Kann man damit Holz hacken, oder? Extremer Kopf, ich kann damit hacken, ja, also auch mal große Sachen durchtrennen. Ich kann aber auch hier Feinarbeiten machen mit der Spitze. Ich kann hier Feinarbeiten machen, wie mit einem normalen Messer. Ich kann heftig betonen. Ich kann auch hier betonen. Normalen Messer. Ich kann heftig betonen. Betonen. Ich kann auch hier wieder hacken. Ich kann hebeln. Das ist quasi mein Messer, meine Axt und meine Säge. Und deine Seele. In einem. Kann man damit einen Bären töten? Wahrscheinlich nicht, oder? Das ist ja hier nicht scharf. Also man kann den so ein bisschen in den Bauch, aber... In der Theorie. Abgesehen davon ist es ziemlich geil. Freunde, ich habe Bock drauf. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob das funktionieren wird. Puh, geiles Ding. Ganz, ganz wichtig. Interessant. Deutsches
Waffengesetz, Paragraph 42a. Das Ding ist verboten und ich komme ins Gefängnis. Über 12 cm feststehende Klinge unterliegt dem Führungsverbot. Es gibt Sondergenehmigungen. Ich gehe jetzt nicht weiter aufs Rechtliche ein. Informiert euch, belest euch über das Ganze. Mit so einem Ding könnt ihr hier nicht einfach mal Larifari irgendwie durch den Stadtpark oder durch die Stadt rennen. Da Ach so. Da ist nämlich gleich richtig Alarm. Ganz, ganz wichtig, Freunde. Okay. Und schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich freue mich auf das Projekt. Wenn ihr dieses Video seht, ist das Ganze schon mittendrin. So, interessant. Wenn ihr seht, ist das Ganze schon mittendrin, beziehungsweise vielleicht sogar schon vorbei. Das Ganze ist vorproduziert. Im November geht es dann los mit der Ausstrahlung. Ich bin hyped. Ich habe Bock. Die Kandidaten haben Bock. Ich glaube, ihr habt Bock. Es wird geil. Wenn ihr das Ganze nicht verpassen wollt, dann Kanal... Machen wir tatsächlich. Klar, natürlich, 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 klar, natürlich, natürlich, klar.